Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Freddy Hi. Und dem alten Mann im Hintergrund. Wir sind in Talas Haus und ich habe gar keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Live Let's Play. Ne, es war letztes Mal. Ich weiß. Gut. Ich würde mal sagen, ja, dann gucken wir uns jetzt erstmal ein bisschen um. Wie ging das Questbuch auf J für Journal? Ja. Ja. Okay, Brengers Geheimnis. Komm, ist tun. Ich muss jemand anderen finden, der Brenger kannte. Der Algul. Der Algul-Vertrag. Oh, ich brauche erstmal einen Eintrag über Algul im Bestiarium. Ja. Okay. Echinopsis-Vertrag. Brauche ich einen Echinopsis-Eintrag im Bestiarium? Siegfried bezahlt mich, wenn ich ihm 10 Zungen ertrunkener Hunde bringe. Na, Hunde? Ja, ertrunkener. Ach ne, ertrunkener Tote. Wollte ich sagen. Dafür muss ich erstmal einen Antrag im Bestiarium finden. Hundeteig soll ich holen. Ich muss mit dem Gefangenen sprechen, der im Krankenhaus festgehalten wird. Ins Krankenhaus komme ich nicht rein. 10 Wolfshäute. Würfelspiel möchte ich nicht machen. Ein guter alter Freund. Krankenhaus. Ich muss ins Gasthaus gehen und Konrad den Wein geben. Das könnte ich gleich machen. Faustkampf. Ich sollte einen stärkeren Gegner suchen. Ich muss mit dem Spieler im Gasthaus sprechen. Ah ja. Taler kauft sehr schwer. Okay. Also muss ich jetzt erstmal... Ich stelle im Visier meine Ermittlungen an, die mich zu... irgendeinen Typen führen sollen. Gesucht. Ich treffe mich heute Abend mit ihm im haarigen Bären. Vielleicht finde ich Leuvar dann. Ich muss 2 Bücher für Kalkstein finden. Hast du einen Timer? Nein. Perfekt. Hast du einen? Nein. Wie ist dein Video nicht meins? Ja, du machst mir immer einen Timer. Nein, meistens nicht. Sagen wir mal, das sind noch knapp 16 Minuten. Alter, ich muss so viel Quests gerade machen. Ja, ich weiß, mach mal lieber. 4 davon im haarigen Bären. Gut, dann gehen wir mal in den haarigen Bären. Du hast einen bärigen Haar. Ja. Nehmen wir einfach Essen, was es sich richtig schön anhört. Mmh. Miam, miam. Ach, Katze, nicht schon wieder. Ja, man kann ja nicht springen, fällt mir gerade ein. Gut, der haarige Bär ist jetzt hier die Treppe runter. Ich kann die Stadt inzwischen relativ gut, zumindest den Abschnitt hier. Hundi! Hörten. Nein. Du hast einen Hundevertrag angenommen. Ich würde sogar bezahlen, um bei euch zu sein. Adieu. Was hast du gesagt? Du hast einen Hundevertrag angenommen. Mhm, ich werde ihn aber nicht, ich werde die Hunde aber nicht töten. Ah, sie. Ach Gott, im haarigen Bären. Ich habe übrigens einen Kollege, der sieht aus wie ein haariger Bär. Sehr gut. Verdammt, Mann. So, mal kurz gucken, was wir alles für eine Scheiße haben. Nierenfett. Lecker Schmecker. Hundeteig habe ich bisher 2. Also hast du 2 Hunde getötet? Ja, die Dingenshunde halt noch, ne? Boah, ich glaube, du findest Hundeteig auch nicht über Gegnern. Okay. Boah, ich habe so viel Tränke dabei, allen Scheiß.
Auf bald. Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Gut, wir sprechen jetzt mal mit dem Spieler. Okay. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Der Gärtner war es natürlich. Immer der Gärtner. Ja. So, was sollte ich noch im Gasthaus zum Haarigen Bären machen? Ich muss mit dem Gärtner sprechen. Gut, dann spreche ich jetzt mit dem Gärtner und ich soll um Mitternacht hier wieder hinkommen. Die alten Omas, die hier immer rumstehen, machen mir ziemlich viel Angst. Ja. Die Kinder sind cool. Wer ist denn Pechschwarz? Ich glaube, das hätte ich eigentlich gar nicht sehen sollen. Was? Dass da irgendwo Pechschwarz stand. Gärtner! Seht nur, wie sie wachsen. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ihr habt es beim Würfelspiel verloren? Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trickser. Er spielt gut. Woher habt ihr dieses Schwert? Vor 5 Jahren fand bei Brenner eine Schlacht statt. Als sich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Ihr habt dieses Schwert in der Schlacht erobert? Ja, es gehörte dem Hexer Köhn. Ein Prachtkerl von einer seltenen Art, allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren. Ich hielt es 5 Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich je einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Shani kannte Köhn ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke für eure Hilfe. Viel Glück auf euren Wegen. Dann hab fuck ernst, jetzt muss ich für die Quest auch noch ins Krankenhaus. Der hat nur Blümchen, das ist schade. Was ist los? Ich sehe es doch richtig, dass ich jetzt... Ich muss mit Charlie über das Schwert sprechen. Fick dich! Ich muss für alles jetzt in den... ins Krankenhaus. Ja. Ich könnte gegen den Gärtner Poker spielen. Ich muss den Zeugen befragen, dafür gibt es keine... Ich muss diese Tür finden, den Schlüssel... Ah, okay. Ich kann mir auf der Karte markieren lassen, wo ich die Tür finden werde. Okay. Auch angenehm. Habt ihr den Großmeister gesehen? Ach, war das ein Anblick. Es heißt, die Rüstung von Jacques der Eidersberg strahlte. Ach, das ist unten in der Kanalisation. Na, da gehen wir erstmal rein. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man hier spielt, übrigens. Also, kämpft. Einfach nur wieder klicken. Und wie weicht man aus? Gar nicht. Zufallschance. Was macht man auf rechter Maustaste? Zauber. Okay. Weißt du, bei wem ich ein Buch darüber kriege, wie ich Ghule ausnehme? Also Ghulzungen?
Vermutlich beim Kuriositätenhändler oder Bücherhändler beim Markt. Okay, danke. Okay, jetzt komme ich hier lang. Oh, Gruft. Hier war ich noch nicht. Neue Region, wir betreten Korridor. Was ist denn ein Gravier? Großer Ghoul. Ein Ungeheuer? Ja. Hallo, Silberschwert. Schön, dass der schnelle Kampfstil bei den wirksam ist. Oh, zwei gleich noch. Ne, habe ich einen Gruppenkampfstil aktiviert? Ich bin nicht tot. Für die Graviere benutze ich den starken. Ich sehe nichts. Habe ich Katze noch im Inventar? Oh, ich bin tot. Mit nice. Katze habe ich übrigens auch nicht mehr gesehen, danke. Scheiße, ich hab erst vor... Oh Gott sei Dank, Gruft, Autosave. Okay, jetzt trinke ich einmal Kätzchen. Miau. Oh, viel besser. Und Schwalbe kann ich den ja erstmal lassen. Dann versuche ich erstmal gegen die Graviere einzeln anzutreten. Habe ich das auch mal gemacht. Der Gruppenkampf ist ja aber viel stärker, wenn du gegen die Gruppen kämpfst oder so. Stärker als der starke Angriff? Ja. Okay. Da habe ich manchmal eine Gruppe, für, also wo ich für jeden Gegner einzeln mit dem starken Kampf, den mindestens 5 Schläge gebraucht habe, in einer Combo aufgelöst sofort. So, der ist wirklich ziemlich gut gegen Gruppen. Also die Graviere sind irgendwie ein bisschen sehr stark. Ja, sind auch relativ starke Gegner. Machbar jetzt, also. Ich habe jetzt gleich zwei schon tot, aber hat der Gruppenkampfsystem auch bei dem fast echt gar keinen Schaden, so 3 bis 5. Ja, also du musst auch dann eine große Gruppe schon haben, also bei 2 Stück ist das noch nicht so gravierend, also. Da ist dann schon noch der normale besser, aber wenn du dann zum Beispiel gegen 3 Gegner gleichzeitig kämpfst, dann habe ich da schon ziemlich riesige Gegner ziemlich schnell kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob es 3 oder 4 waren, aber auf jeden Fall, weil, also je größer die Gruppe, desto stärker ist er, glaube ich. Gravierknochen, nice. Und Weißweinessig. Ich glaube, den würde ich nicht mehr mitnehmen. Wieso? Alter, wie lange liegen die hier unten schon? 1-2 Tage vielleicht. Vielleicht noch ein frisch. Oder zwei. Sind noch frisch, kannst du aber trinken. 1 oder 2, was? Vielleicht auch 3 oder 4. Hey, das ist ja der nächste.
Nein, meine Katze ist schon leer, was? Ernsthaft? Hat sie halt irgendwie 15 Minuten oder so. Oder 5 Minuten. Der Typ hat mich getroffen, Alter, ich bin fast tot. Hallo Schwalbe. Nein, ich hab Schneeturm. Ich hab versehentlich Schneesturm getrunken. Schneesturm ist richtig nervig, das habe ich im Endfight mal benutzt. Also ich dachte, der Endfight kommt. Dann ist alles in Slow-Mo. Also das Spiel an sich. Man hatte einfach bessere Reflexe und weicht mir aus, aber nein, man hat wirklich einfach nur Slow-Mo. Katze? Der Trank oder deine Katze jetzt? Nee, meine Katze. Ich muss immer dazu sagen. Ups, hab versehentlich Igni gemacht. Aber Katze ist richtig hilfreich in so dunklen Gegenden. Ja. Da hinten ist eine Kiste. Wieso ist denn hier ein Lager? Oh, hier liegt ein Auto. An der Feuerstelle kann ich meditieren. Also er kann noch nicht allzu lange tot sein. Wieso? Weil sein Feuer noch brennt. Oh, ganz viele Ohren und ein Familienring. Alles transferieren. 500 Ohren. Wer es findet, kann es behalten. Kann er das wirklich? Ja. Man konnte mit Art leider nicht die Wand wegsprengen. Junge, 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 Junge. Dann muss ich wohl mal weiter gucken gehen. Ah, cool. Ich hoffe, Igni ist überhaupt wirksam gegen den. Ich hätte vielleicht mal nachlesen sollen. Igni ist eigentlich gegen alles wirksam. Ja, das ist ja in Dingens nicht mehr so. Was? Das ist ja in Wild Hunt. Ja genau, in Wild Hunt nicht mehr so. Also Witcher 3. Also Witcher 2 ist es auch noch effektiv, also. Jetzt weiß ja, du bist eigentlich komplett Witcher 2. Ich habe kaum weitergespielt. Ich bin immer noch in der ersten Stadt und ich habe jetzt 3 Quests oder so abgeschlossen oder 4. Okay. Und habe halt das Minispiel gemacht, das ist Armdrücken. Da kommt noch einer. Armdrücken gibt's glaube ich, Faustkämpfe wieder, aber die Faustkämpfe sind jetzt richtig leicht. Also das sind einfach nur, du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt die richtige Taste drücken. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ja, so war es doch bei Witcher, bei Witcher 1 auch schon. Na, bei Witcher 1 war es ja so, also da war es ähnlich, aber da konntest du halt immer noch getroffen werden. Also in Witcher 2 ist es so, wenn du da die richtige Taste triffst, kann nichts passieren. Also du drückst einfach, also dann ploppt da A auf dem Bildschirm auf, dann musst du A schnell drücken und wenn du es nicht machst, dann kriegst du halt aufs Maul, aber das ist eigentlich relativ leicht. Und dein Part ist vorbei. Okay, dann loote ich jetzt noch kurz die Ghule hier und hoffe ansonsten, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!